Hallo zusammen, wir gucken uns heute Konnektoren an. Das sind Wörter, die Sätze miteinander verbinden. Bevor wir zu den Konnektoren kommen, wiederholen wir erst einmal die Grundlagen des Satzbaus. Dazu lesen Sie sich mal gerade bitte diese drei Sätze hier durch. Am besten pausieren Sie das Video und gucken mal, welcher von diesen drei Sätzen hier denn richtig ist oder welchen Satz Sie am besten finden. Achtung, es wird jetzt ein bisschen bunt. Ich habe die drei Sätze nochmal ein bisschen farblich markiert. Das heißt, die Verben sind wieder rot, das Subjekt ist grün und das Dativobjekt ist blau und das Akkusativobjekt so gelb-goldfarben. Hier diese drei Sätze sind alle richtig. Das liegt vor allen Dingen daran, dass das Verb an der richtigen Stelle steht, nämlich an der zweiten Position. Das heißt, hier Lorena ist Position 1. Kauft ist Position 2. Hier unten bei Satz 2 und 3 haben Sie jeweils zwei Wörter an Position 1. Das geht auch. Also hier im Supermarkt zum Beispiel, das ist sozusagen eine Wortgruppe und das zählt dann als Position 1, auch wenn es mehrere Wörter sind. Wenn ich Sie jetzt frage, welcher Satz ist denn am besten oder welchen Satz finden Sie persönlich am besten, würden Sie wahrscheinlich Satz 1 sagen. Das ist auch das, was der normale Satzbau so ist, sozusagen. Ich nenne es immer Standardsatz. Das heißt, Sie haben das Subjekt vorne, dann kommt das Verb und danach die Objekte. Die anderen beiden Sätze hier sind, wie gesagt, auch okay. Hier bei Nummer 2 zum Beispiel könnte man sich das so ein bisschen vorstellen, dass Sie vielleicht mit jemandem reden und der hört nicht mehr so gut und der hat Sie vielleicht beim ersten Mal nicht so richtig verstanden und der fragt dann, wo hat die Lorena das gekauft? Und Sie werden dann vielleicht ein bisschen lauter und sagen, im Supermarkt kauft Lorena einen Computer. Na, sowas könnte man sich jetzt hier vorstellen. Also hier vielleicht wird das einfach mehr betont, wenn Sie das jetzt an den Satzanfang setzen und das vielleicht so ein bisschen lauter sagen, falls irgendjemand etwas nicht richtig verstanden hat. Sie können natürlich die ganzen drei Sätze einfach ein bisschen hin und her schieben, also ein bisschen tauschen, damit es abwechslungsreicher wird. Also wie gesagt, Satz 1 ist der Satz, der wahrscheinlich am besten für Sie klingt, aber richtig sind eigentlich alle drei. Wie immer gibt es im Deutschen ein paar Ausnahmen. Also es gibt jetzt Ausnahmen, wo das Verb nicht an der zweiten Position steht. Wir haben hier zum Beispiel, bring den Müll raus. Das steht im Imperativ. Das erkennen Sie an dem Ausrufezeichen. Im Imperativ wird das Verb an den Satzanfang gestellt. Dann haben wir hier noch eine Frage. Sind Sie verheiratet? Das ist eine besondere Frage und zwar nennt man so etwas Entscheidungsfrage. Das heißt, hier müssen Sie sich wirklich entscheiden und die Antwort kann dann nur sein Ja oder Nein. Also wenn ich Sie frage, sind Sie verheiratet, da haben Sie eigentlich keine andere Möglichkeit, als zu sagen, ja, ich bin verheiratet oder nein, ich bin nicht verheiratet. Wenn Sie jetzt hier irgendwie antworten wie ich bin mir nicht sicher oder so etwas, das geht eigentlich nicht, ne? Also bei einer Entscheidungsfrage müssen Sie sich entscheiden. Was vielleicht noch möglich ist, wenn Sie das Wort vielleicht benutzen, aber auch das ist ein bisschen seltsam, zumindest meistens. Und zum Schluss haben wir noch so etwas hier. Hier haben Sie das Modalverb müssen und das verdrängt das Verb sozusagen aus seiner normalen Position an Satzende, sodass jetzt an Position 2 nicht mehr ein Verb steht oder kein normales Verb sozusagen, sondern ein Modalverb. Als nächstes sollten Sie sich vielleicht das Handout schon mal ausdrucken. Das ist der obere Teil von diesem Handout, der den meisten Platz auch einnimmt. Das heißt, Sie haben jetzt hier so eine kleine Tabelle und wir gucken uns jetzt gleich mal an, was denn diese einzelnen Spalten hier überhaupt bedeuten. Wir fangen gleich an mit den Konjunktionen und hier ist dieser Teil erst einmal wichtig. Das heißt, hier habe ich immer hingeschrieben, wie denn diese einzelnen Konjunktionen, Subjunktionen und so weiter gebildet werden. Und hier unten habe ich einige Beispiele hingeschrieben. Diese fettgedruckten Wörter hier, das sind die Konjunktionen zum Beispiel, die am wichtigsten sind. Also die sollten Sie auf jeden Fall kennen. Wir fangen an mit den Konjunktionen. Sie haben hier einen Hauptsatz, wie zum Beispiel, ich esse eine Pizza mit viel Käse.
Und jetzt kommt die Konjunktion und. Und jetzt haben Sie noch einen zweiten Hauptsatz dabei. Also so eine Konjunktion verbindet zwei Hauptsätze miteinander. Der zweite Hauptsatz hier, meine Frau nimmt die Nudeln in Steinpilzsoße. Was ist jetzt ein Hauptsatz? Ein Hauptsatz, der kann für sich alleine stehen, sagt man immer. Das heißt, wenn Sie den alleine lesen, dann macht der noch Sinn. Das testen wir gerade mal. Der erste Satz, ich esse eine Pizza mit viel Käse. Das ist okay. Und der zweite Satz, wenn der allein stehen würde, meine Frau nimmt die Nudeln in Steinpilzsoße. Das geht auch. Also hier diese beiden Sätze sind Hauptsätze. Das heißt, die können alleine stehen. Wir kommen jetzt zu der zweiten Spalte auf Ihrem Handout, die sogenannten Subjunktionen. Es kann sein, dass es in Ihren Büchern auch unterordnete Konjunktion genannt wird. Das ist das Gleiche. Wir haben hier wieder einen Hauptsatz, der bleibt gleich. Ich esse eine Pizza mit viel Käse. Hier sehen Sie allerdings auch schon, hier gibt es jetzt ein Komma. Also wenn man Haupt- und Nebensatz voneinander trennt, sollte oder muss man immer ein Komma schreiben. Ein Nebensatz, das ist das hier zum Beispiel. Ein Nebensatz kann im Gegensatz zum Hauptsatz nicht alleine stehen. Das heißt, der macht dann wahrscheinlich wenig Sinn, wenn Sie den alleine hören. Hier in diesem Beispiel, weil ich sehr viel Hunger habe, man versteht das zwar so ein bisschen, aber man hat irgendwie im Gefühl, dass da etwas fehlt. Also man sagt ja nicht einfach so, weil, ohne vorher sozusagen gefragt worden zu sein, zum Beispiel. Weil ist die Subjunktion, die wir jetzt hier benutzen. Das ist wahrscheinlich auch die wichtigste Subjunktion, die es gibt. Deswegen ist die auch auf Ihrem Handout fett gedruckt und steht ganz oben. Wie sieht das jetzt aus? Wir haben jetzt hier einen kleinen Unterschied. Wir haben jetzt nicht mehr an der zweiten Position das Verb. Also hier sehen Sie noch das Subjekt, was direkt nach der Subjunktion kommt. Das ist noch gleich, so wie im Hauptsatz, wie im normalen Satz, sage ich jetzt mal. Nur hier fehlt jetzt das Verb. Das Verb kommt bei einer Subjunktion immer ans Satzende. Also das, egal wie lang der Satz ist, das Verb kommt ganz ans Ende. In der dritten Spalte geht es um Konjunktionaladverbien. Adverbien, diese Wortart hatten wir bisher noch nicht besprochen. Das ist an dieser Stelle aber auch nicht so wichtig. Sie müssen auch übrigens nicht unbedingt immer wissen, was ein Konjunktionaladverb ist. Also wichtig ist, dass Sie die Wörter kennen und den dazugehörigen Satzbau. Wir haben jetzt hier im Beispiel wieder einen Hauptsatz. Ich habe den jetzt hier ein bisschen verändert. Das hat jetzt keine grammatischen Gründe. Das liegt einfach nur daran, damit er besser zu dem Nebensatz passt, der jetzt kommt. Hier haben wir das Konjunktionaladverb deshalb drin. Und der Nebensatz lautet, deshalb bin ich sehr dick. Auch hier dieser Nebensatz, der kann so nicht alleine stehen. Wenn Sie deshalb sagen, da erwarten Sie eigentlich noch irgendwie eine Erklärung dazu. Ein paar Worte zum Satzbau. Im Nebensatz sieht es jetzt so aus, dass direkt hinter dem Konjunktionaladverb das Verb bin kommt, also das Verb, was Sie gebrauchen in diesem Satz, und hinter dem Verb kommt jetzt das Subjekt sozusagen. Wir haben jetzt also hier drei verschiedene, ja, Typen von Konnektoren sozusagen, und die haben alle einen anderen Satzbau. Und den müssen Sie sich jetzt leider in Ihren Kopf hämmern, sprich, das müssen Sie lernen. Jetzt kommen noch ein paar Ergänzungen, und zwar wollte ich erstmal hier nochmal auf dieses finite Verb eingehen, damit jeder weiß, was damit überhaupt gemeint ist. Verb kennen Sie, das sind die Tu-Wörter. Finite Verben, das waren die Verben, die gebeugt sind, die sich irgendwie verändert haben. Also hier zum Beispiel habe ich mal hingeschrieben, ich habe gestern eine Pizza gegessen. Wir haben eigentlich zwei Verben. Das ist ja im Perfekt geschrieben. Ich habe hier haben und hier hinten den Partizip 2 von einem Verb. Finites Verb ist nur das veränderte Verb mit gemeint. Also hier dieses ich habe. Das heißt, hier dieses Verb muss ich immer verändern, je nachdem, was hier vorne steht. Also ich habe, du hast, er hat, sie hat, wir haben und so weiter.
Das Partizip 2 hinten, das bleibt einfach so stehen. Also hier gegessen, gegessen, gegessen und da ändert sich nichts. Das gleiche hier hinten nochmal. Hier meine Frau hat. Hier hat sich das hat, also das haben verändert, weil hier meine Frau steht und nicht ich. Und hier hinten steht dann noch ein Verb im Infinitiv. Also das bleibt in der Grundform einfach so stehen. Bisher war es ja immer so, dass ich den Hauptsatz vor den Nebensatz geschrieben habe. Aber kann es nicht auch sein, dass der Nebensatz als erstes kommt und danach erst der Hauptsatz? Das geht. Ich habe Ihnen das hier mal hingeschrieben. Sie sehen hier den Nebensatz habe ich so fett gedruckt und kursiv geschrieben. Das ist hier ein Weilsatz, weil ich sehr hungrig war, Komma. Und jetzt kommt hier unten der Hauptsatz. Also ich kann auch sagen, ich habe zwei Pizzen gegessen, weil ich hungrig war. So hätte ich das gerade eben geschrieben. Und hier kommt jetzt der Nebensatz vorne. Das ist okay, das ist normal, das kommt auch durchaus häufig vor. Was man hier beachten muss, ist Folgendes. Der Nebensatz nimmt dann sozusagen die Position 1 ein in diesem Hauptsatz. Also Sie zählen sozusagen 1. Und wenn Position 1 belegt ist, wissen Sie ja, was auf Position 2 kommt, dann kommt das Verb. Also vom Hauptsatz dreht sich hier, also im Hauptsatz dreht sich etwas um. Das Verb steht jetzt hier, ja, sage ich mal, am Satzanfang von diesem Hauptsatz. Also Sie haben jetzt Verb und dann kommt das Subjekt und dann die restlichen Objekte dahinter. Also nicht so, wie Sie es sonst kennen, ich habe zwei Pizzen gegessen, sondern hier dreht sich das Ganze dann um. Also hier das bitte noch merken, das ist sehr wichtig. Wie gesagt, es kommt durchaus häufig vor, dass der Nebensatz am Anfang steht. Zum Schluss wollte ich noch auf ein besonderes Problem eingehen, und zwar ist das das Wort damit. Sie sehen, das kann eine Subjunktion sein. Das steht also bei Ihnen in dieser Tabelle in der zweiten Spalte. Es kann allerdings auch ein Konjunktionaladverb sein. Dann steht es bei Ihnen in der dritten Spalte. Und wir müssen jetzt mal schauen, wie kann ich denn so ein bisschen wissen, was was ist. Hier ist es ja nicht unwichtig, weil der Satzbau ja immer mal ein bisschen anders ist. Vorweg, das ist jetzt so ganz grob, wie ich mir das so ein bisschen merken kann. Es gibt natürlich verschiedene Erklärungen dazu, besonders hier beim Konjunktionaladverb. Da können Sie sich noch mehr informieren, aber hier ist dazu einfach keine Zeit. Der erste Satz, der Lehrer spricht langsam, damit ihn alle verstehen können. Ich habe hier in Klammern hintergeschrieben, zu diesem Zweck. Also stellen Sie sich das so vor, jemand fragt Sie, warum spricht denn der Lehrer langsam? Und Sie geben ihm als Antwort, damit ihn alle verstehen können. Hier unten, ich gebe meinem Sohn 5 Euro, er will sich damit ein Eis kaufen. Das heißt, wir haben hier diese 5 Euro und das ist sozusagen der Bezug, also ich sage immer, das ist das Bezugswort von diesem damit. Also Sie zeigen sozusagen mit dem Finger auf diese 5 Euro und das soll hier dieser Pfeil darstellen. Und die Frage ist dann, was macht denn mein Sohn mit diesen 5 Euro? Und hier ist es so, er will sich damit ein Eis kaufen. Ich könnte jetzt hier auch irgendetwas anderes haben. Ich könnte sagen, was weiß ich, ich gebe meinem Sohn mein Auto und der Nebensatz, er will damit seine Freundin vom Bahnhof holen zum Beispiel. Also ich frage halt immer, was passiert denn mit diesem 5 Euro oder mit dem Auto oder was auch immer ich hier habe? Das habe ich hier noch in Klammern hintergeschrieben. Das ist ähnlich von einem Pronomen. Also so in etwa könnte man sich das vorstellen. Also Sie fragen immer, was passiert mit diesem 5 Euro oder was passiert mit diesem Bezugswort. Kann man verschieben, steht hier außerdem noch. Das heißt, hier dieses damit könnte ich noch im begrenzten Rahmen natürlich immer so ein bisschen in diesem Satz hin und her schieben. Also so ein Adverb ist nicht so platzgebunden wie zum Beispiel ein Verb. Ich könnte hier zum Beispiel auch sagen, ich gebe meinem Sohn 5 Euro, ja, damit will er sich ein Eis kaufen zum Beispiel. Das ginge auch, wäre auch richtig. Das hier, wie gesagt, ist jetzt ein spezielles Problem, nur dass Sie sich nicht wundern, warum damit zweimal auftaucht.
Jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit den Aufgaben. Die Lösungen kommentiere ich, wie gesagt, oder kommentiere ich wie immer in einem extra Video. Viel Spaß und viel Erfolg. Ciao.